Wenn man gebeten wird, sich nicht zu bewegen, stundenlang lege ich mich quer, wenn es darum geht, die Jagd vorzubereiten. Ich sehe mir Menschen von hinten an und überlege, ob die Männer einen Bart haben könnten. Und die Frauen Sehnsucht nach Bananen. Meine Stadt fordert von mir Dummheiten vom Fließband. Ich darf nicht spazieren gehen und keine hungrigen Tiere füttern. Eine Abfindung für jedes leere Blatt statt Mut wird Schweigegelübde bezahlt. So mancher christlicher Pfadfinder verabschiedet sich von der Route. Noch bin ich ein Niemand, aber sie könnten mich trotzdem klein kriegen.